Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Aragami, dem rachsüchtigen Geist, beschworen von einem jungen, hübschen Mädel, der hier. Ja? Kapitel 3: Klänge der Vergangenheit. Ja, wir sind zwar im letzten Part ein Stück weiter vorangekommen, das Doofe ist halt allerdings nur, es hat nichts gebracht. Es diente rein zur Übung, denn wir müssen, wenn, dann das Ganze schon durchgehend schaffen. Und da es jetzt schon wieder einige Tage her ist, da ich es jetzt das Mal gespielt habe, werde ich mich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen schwer tun. Jo. Warte mal ganz kurz. Das war, glaube ich, hier, ne? Wir haben das eh geskillt, ne? Ja, gut. Ich wollte das nochmal nachschauen. Nicht, dass er mir das zum Schluss gar nicht gespeichert hat. So, wenn der Schlingel da ist, werden wir uns hinter ihm porten versuchen. Und ihn abmurksen. So, zack. Jawohl. Und schnell verschwindibus. Saubere Arbeit. Jetzt müssen wir noch schauen, wie wir hier weiter vorankommen tun. Kommst du hier hoch? Schwer eher, ne? Oh. So, jetzt müssen wir mal verstecken. Hier wäre es auch gut, wenn wir raufkommen könnten. Nö. So nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst du sprinten? Sprint mal. Sprint mal. Puh. Kommt der jetzt hier rauf? Mhm. Weg hier schnell. Ja, die Schatten spielen deren Streich. Ganz recht. Und dann hätte es eigentlich... Jawohl! Muha! Supi! Genau so wollte ich das haben. Hehe. Oh je. Nix hier weg. Puh, kommt der hoch? Nicht so ganz. Geh nur weg. Jawohl! Boah, das geht echt gut. Als hätte ich nie aufgehört zu spielen. Oh Gott. Bis auf hier jetzt. Bleib nicht hängen. Geh weiter, bitte. Ist er weg? Er ist weg, glaube ich. Kommt der eine Schirm? Nein. Boah, Leute, das war jetzt schon ein echt schöner Start. Nicht schlecht, Herr Specht. Da muss ich mich gerade mal ein bisschen loben. Echt wahr? Das hat die Zocki gar nicht so schlecht hinbekommen. Da hat man nur klubschen. Wie wir den Kerl hier kriegen. Schön leise. Wir sind ja ein Ninja. So, die Frage, wie geht er jetzt? Wo geht er jetzt? Das sind ja zwei. Da kommt einer. Der kommt wieder zurück. Am besten ist, ich schleiche mich mal hier rauf. Oder hier rüber. Und weg. Oh je. Aha. Das ist jetzt ganz schlecht. Würdest du ihn verschwinden lassen? Schnuckiputz? Den habe ich schlecht ermordet. Okay, das funktioniert so nicht. Den habe ich sehr schlecht ermordet. Hoffentlich bricht mir das jetzt nicht das Genick. Ich muss mal in die Schatten zurück.
Verdammt, der kommt, glaube ich, genau hierher, ne? Da muss ich mich hier hinten verstecken. Leider. Jetzt könnte man Glück haben. Darüber, den mich jetzt sieht, habe ich Pech gehabt. Ich glaube, der sieht mich. Es ist jetzt nicht gut gelaufen. Ich hätte von der anderen Seite her gehen müssen. Leiche gefunden. Schlecht. Nochmal. Ach, das war so schön. Ach, das war so schön. Und dann fehle ich. Okay, zuerst die andere Seite. Entschuldigung. Ich krieg's nochmal so schön hin. Nee, nie wieder. Ganz sicher nie wieder. Das war jetzt echt blöd. Blöd von mir halt. Da, den haben wir schon mal. Na, würdest du ihn wegtun? Gut. Wir haben keine Aufmerksamkeit erregt. Das ist sehr gut. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, wie ich das angestellt habe. Weg. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Sehr schlecht. Jetzt kommt der andere auch. Okay, das kriege ich jetzt. Okay, so wird das nichts. Das lief jetzt nicht so gut. Trotzdem müssen wir versuchen, den Kerl da drüben zuerst umzuhauen. Mann, jetzt fähre ich da wieder rum. Jetzt war das so schön letzte Woche. Ich habe heute wirklich wieder nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Da ist halt überall dieses doofe Licht. Aber wenn er vielleicht hier zum Niedermeucheln ist, würden wir es vielleicht hinkriegen. Naja. Mal glubschen, ob wir es hinkriegen. Nanu, Licht, hör auf. Oh oh. Schnell weg. Wieso setzt du nicht B ein? Warum setzt du das nicht ein, du Arsch? Warum setzt du das nicht ein? Ah, er ist so doof. Entschuldigung. Warum setzt du das nicht ein, du Zipfelklatscher? Er bohrt sich nicht weg.
Da drüben wäre so ein schöner Schatten gewesen. Na, der bordet sich nicht weg. Der hat ja keinen Bock dazu. Ne. Wieso denn auch? Wir sind ja ein Ninja, wir dürfen ja gesehen werden. Was? Jetzt hat der mich gehört, oder was? Dein Ernst jetzt? Jetzt kann ich den nicht ummeucheln. Oder vielleicht doch. Was ist jetzt? Weg mit ihm? Das ist ja wegen Licht, ne? Naja, was soll's. Wo ist denn jetzt das Rindviech? Komm her, hallo. Bei Fuß. Mann, ist das wieder übel. Es ist so gemein. Jetzt hänge ich da wieder, ne? Das war im letzten Part, war das so schön gemacht. Wie? Das kann jetzt aber nicht sein. Sorry, ne? Jetzt aber nicht dein Ernst. Das ist echt unglaublich. Es ist unglaublich. Ich krieg die Krise. Das gibt's ja nicht. Wie doof. Kommt, tut keiner, ne? Na, diesmal schaut's besser aus. Es wäre vielleicht besser, zuerst den Kerl da drüben umzuhauen, ne? Oder die zwei. Ist halt auch ein bisschen doof, wie der geht. Boah, da hab ich schon gedacht, da kommt die hier. Das ist echt eine blöde Geschichte. Na, das haut so nicht hin. Jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr. Vielleicht fehlen. Den mittleren Typen probieren, haut auch nicht wirklich hin. Ich hätte halt gerne was gehabt zum Lärm machen zum Beispiel, ne? Dass du ohne Probleme könntest die Leute herlocken, ne? Das wäre was Schönes.
Na, zu früh. Ich war zu früh. Ich Idiot. Er sieht mich ja sofort. Ich bin so doof. Ich hätte noch warten müssen. Ich wollte Zeit sparen. Ich bin so blöd, so blöd, so blöd, so blöd. Lala, so blöd, so blöd, so blöd, so blöd. Mhm. Oh yeah. So blödi, 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 Jan. Ja, ja, ja. Ein blödi Jan. Na, mach. Das klappt so mal. Zumindest den einen, den kann ich schon ganz gut. Ne? Der geht ja schon fast perfekt. Der Kerl, der macht mich wahnsinnig. Den unteren zuerst versuchen auszuschalten. Hm. Komm, dreh dich um. Geh weg. Ja. Jetzt glitscht er wieder, ne? Du brauchst nicht zu glitschen. Ja, das haut so nicht hin. Ich weiß nicht, wie das anstellt. Wie habe ich das denn gemacht, bitte? Wie doll habe ich denn letztes Mal gespielt? Das ist ja unglaublich. Das war wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nur ein Glückstreffer. Mehr nicht. Mehr dürfte das nicht gewesen sein. Das ist echt doof. Dumme ist, dass wir jetzt keinen mehr anlocken. Das mache ich schon so perfekt, dass ich niemanden mehr anlocken tue. So, wieder verstecken. Leise. Psst. Leise. Das Dumme ist halt, der da unten macht mich auch nervös, ne? Die treffen sich genau so. Dass ich da gar nicht viel machen kann, ne? Also ich müsste wirklich probieren, den unteren zuerst auszulöschen. Und jetzt ist halt schon wieder im Sichtfeld, ne? Puh. Dann muss ich echt hier, da so umbringen. Aber hoffentlich kriege ich das hin. Gemacht. Wer hat mich jetzt gesehen? Puh, ich glaube, das war jetzt gerade nur Glück. Oh. Boah, das ist so süß. Und weg. So, gut. Passt, soweit schon mal so gut. Geht ja. Wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße, kriege ich es ja sogar hin. Jetzt muss ich nur schauen. Der da unten, ne? Puh.
ist die Frage, wie weit der geht. Da geht gar nicht mal so wenig weit. Trotzdem müssen wir den zuerst umklatschen. Dann den mittleren. Dann den oberen wahrscheinlich. Und dann geht's weiter. Puh. Auf jeden Fall müssen wir alle umhauen. Das ist umhauend. Na, wann kommt denn der wieder? Also schon auf dem Weg. Ja, da haben wir sogar ein bisschen Zeit. Gut. Wow. Ja, ja, durchquere den Friedhof. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich muss nur darauf achten, wann die eine Wache jetzt wiederkommt. Da ist sie. Tschüss. Na los, geh weg. Schön weg mit der Leiche. Wow. Sehr gut. Das läuft sehr gut. Puh. Schriftrollenmäßig habe ich keine Ahnung, ob man hier irgendwo was finden kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das möglich ist. Kommt wer? Ui, das wird jetzt wieder ein bisschen übel. Geht's nicht? Weg damit. Ui. Da bin die Schatten. Na, das lief gut. Ha, da darf ich mich gar nicht beschweren. Das lief jetzt echt gut. So, der eine Kratzer da oben noch. Dann haben wir das Ecke schon mal sauber. Boah, ey. Ich bin voll angespannt, es tut mir leid. Schauen, ist der da unten noch da? Tatsächlich. Der ist noch da. Okay. Das sollte jetzt aber kein Problem mehr sein, denn rundherum ist eh schon alles sauber. Ist eh schon alles supi. Ich werde trotzdem mich hier hinporten, glaube ich. Was? Nicht schlecht. Aber jetzt ist halt das Licht in der Nähe, ne? Oh, geht sich aus. So viel Glück musst haben. Supi. Hier sind wir fertig, ne? Das schaut dir gut aus. Stimmt, was ich suchen wollte, war eine Schriftrolle, ne? Ob da oben vielleicht eine ist, warte, ich schau mal ganz kurz. Jetzt können wir eigentlich eh durchlaufen eigentlich. Jetzt stört es uns eh nicht mehr. Aber da ist, glaube ich, gar nichts. Es schaut zwar zum Teil danach aus, als wenn hier was wäre, aber pfuh, irgendwie nö. Auch hier unten beim Tempel nicht, ne? Ein Knochen liegt hier, ja. Ich glaube, mit dem Knochen können wir nicht wirklich was anfangen. Nö. Passt. Dann können wir durchsprinten.
Ah, die hopp. Jawohl. Und hier rauf. Ja. Nein, nicht so rauf. Ganz rauf sogar. Ja, genau. Durchquere den Friedhof. Boah. Ich weiß, es speichert hier nicht. Wahrscheinlich. Jetzt, hä? Wie lange sind wir jetzt schon hier? Ich will es gar nicht wissen. Fühlt sich wie Jahrzehnte an. Ich wette, dass meine Familie gar nicht mehr weiß, wie ich aussehe. Wenn zu Hause jemand auf dich wartet, warum bist du dann nach dem Krieg nicht zurück? Als die Nishoku die Lichtbruderschaft auslöschte, kamen wir noch mächtiger zurück. Aber siehst du nicht, dass der Frieden unsicher ist? Ein Fehler von... Was? Ach komm, so schnell kannst du nicht lesen. Wenn wir nur alle deine Entschlossenheit hätten. Nicht nur eine Entschlossenheit, sondern auch gleich deine. Puh. Kann man pausieren? Ich denke nicht, oder? Aber ich glaube, es hat gespeichert, oder? Ich könnte heulen. Es hat da, glaube ich, gespeichert. Eine Brand runterhüpfen. Warum immer ich? Wenn ich jetzt wissen würde, wie der Kerl da läuft, einmal im Kreis herum, nehme ich an, dann könnten wir ihn hier vielleicht sogar schon ummeucheln. Um- und niedermeucheln könnten wir ihn. Weil wir es können. Wenn er hierher kommt, was er nicht tut, dieser Sackelbicker. Nix im Schatten, ich muss weg. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Ja, das war klar. Checkpoint, ich hoffe, das war jetzt echt einer. Das war echt einer. Oh mein Gott. Jetzt kann ich es vielleicht nochmal lesen. Bla bla bla. Ich versuch's vom Krieg weg, ne? Ja, das wissen wir auch schon. Hidu. Da hat man hat oft das Gefühl, die reden zwei, drei Sachen. Ein Fehler und der Krieg bricht wieder aus. Das können wir nicht zulassen. So war das. Da hat er sogar recht. Ich würde auch gerne die Lampen kaputt machen können, ehrlich gesagt. Das wäre auch nicht schlecht. Durchquere den Friedhof. Ja. Aber Gott sei Dank ist da ein Save. Mein Gott, ich hätte es speichern können. Meine Güte, ich hätte das speichern können. Das ist echt schlimm. Ich hätte das speichern können. Wie gemein. Jetzt muss ich warten, bis der kommen tut. Der da drüben ist gefährlicher als der linke. Was? Da ist nichts. Du hast dich verschaut. Du hast dich grob verschaut. Ich komm. Jetzt komm ich da nicht runter, oder was? Und schnell weg. Ja, sicher. Okay, so geht das nicht. Neustart. Ach Gott, jetzt quatschen die wieder 20 Jahre. Oje Madonna. Vielleicht kann ich ja inzwischen, während die da herumquatschen, vielleicht können wir da schon den einen oder anderen umhauen. Wenn wir da so leise sind. Wo war der Kradler? Da müsste ich schon wenden und da runter. Oh je, nicht gut. Oh je, nicht gut. Oh je, gar nicht gut. Ich glaube, ich kann schon wieder von vorne anfangen. Ja, kann ich. Okay, das heißt Geduld. Wieder mal. Ich muss mir Zeit lassen. Ich muss mir die Zeit lassen. Aber der Part ist zu Ende. Dann werde ich mir im nächsten Part Zeit lassen. Gott sei Dank ist hier gespeichert. Boah, ich könnte mir aber selber gerade den Arsch beißen. Naja.
Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir kämpfen, ärgern, schleichen und meucheln uns beim nächsten Mal weiter. Tschüssi!